Ab ins Spielfazit, es war ein verrückter Stream mit Problemen, bei The Zone einzuloggen, das hier auf dem gescheiten Bildschirm zu bekommen. Mein WLAN-Problem, die hier und da, mal Stream weg, der Klassiker, ein vogelwilder Stream gewesen. Und was für ein Spiel. Was für ein Spiel. Der VfB holt den ersten Sieg in dieser Champions League-Saison, den ersten Sieg, auch dann das seit über 14 Jahren in der Champions League, ne? Ist ja logisch, bei letzter Teilnahme seit über 14 Jahren. Und den holt er sich halt nicht irgendwie so, den holt er sich hochverdient. Die haben ein bockstarkes Spiel gemacht in Turin. Ähnlich wie in Madrid, da waren sie auch schon richtig gut. Heute waren sie wahrscheinlich im Verhältnis noch besser als in Madrid. Aber Juve wollte ja auch nicht viel heute, ne? Das war auch noch ein bisschen ein Unterschied. Hat es einen Pfostenschuss von Demirovic, ne, wie das Thema, du belohnst dich nicht. Da waren genug Schüsse dabei, jetzt nicht viel Gefährliches, ne, aber genug Schüsse dabei, Aktionen dabei. Ein Undav-Tor, das trägt nach Wiederanpfiff relativ fragwürdig zurückgenommen wurde. Irgendwie hier oben ist dann auf einmal Hand. Kann man von mir aus irgendwie zurücknehmen, kann man durch irgendwelche Regeln wahrscheinlich erklären. Das ist nicht mehr mein Sport. So simpel fasse ich das für mich zusammen. Das ist albern, das zurückzunehmen, aber ist halt so. Danach auch nochmal die Mirovic-Schüsse. Du hattest schöne Aktionen dabei. Juve hatte nichts groß nach vorne. Die hatten keine hundertprozentige Chance, kein gar nichts, aber halt immer hinten noch ein Bein dazwischen. Ein Körper dazwischen, irgendwas in der Form, dann kriegst du einen Elfer. 85. glasklare Elfer, Stollen, zack, auf den Oberschenkel. Mijoš verschießt ihn wieder. In Wolfsburg verschossen. Demirovic verschießt gegen Hoffenheim. Jetzt verschießt Mio in Turin. Dadurch auch gelb-rote Karte für Danilo ist, glaube ich, gewesen. Das heißt auch Überzahl ab der 85. Es lag auf dem Silbertablett. Ne, dieses Thema von wann belohnt es sich? Die stehen irgendwann bei gefühlt 12:1 Torschüssen oder Schüssen. Im Vergleich zu Juventus, also deutlicher Vorteil, viel mehr vom Spiel, dominant auftreten, die bessere Mannschaft gewesen, besseren Fußball gespielt und so weiter und so fort. Dann kriegst du auch noch einen Elfer, einen einfachen, ne, weil einfaches Foul vom Juve-Spieler, klarer Elfer, kannst du nicht viel falsch entscheiden, hat auch richtig entschieden, der Schiri. Es liegt auf dem Silbertablett und er verschießt den Elfer. Dann sag ich schon, fuck, ist wieder so ein Abend, wo es nicht klappt, wo sie wieder, wo man sagt, überragendes Spiel, aber sie belohnt sich nicht und es lag auf dem Silbertablett und dann fällt es noch. 92. Minute. 7 gibt's oben drauf. Ich dachte schon so ein bisschen, jetzt kommt der Moment, wo es ja auch wieder 96. treffen, weil Spiel davor, U19, Juve League auch bockstark. Gewinnt mit der letzten Aktion des Spiels, 96. gegen Juve mit 3:2. Auch richtig geil von U19. Richtig, richtig starkes Zeichen. Gefällt mir auch sehr, sehr gut, was da abgeht. Und dann eben bei uns. Mio spitzen so durch. So vom 16er rein in den 16er Richtung 11er Punkt. Bilal Treden, das Ding absolut grandios mit. Ne, geht so an Verteidigern vorbei, ich glaube ein, zwei Verteidiger vorbei, geht das so durch und überlistet die damit und kloppt das Ding halt eiskalt rein aus, was weiß ich, lass es 5, 6 Meter gewesen sein, eiskalt ins Tor rein, das Ding zählt, da war auch nichts zu entscheiden, nichts, wo irgendwo auch ein Schiri irgendwie nochmal drauf gucken kann oder hier war noch ein Arm oder hier vielleicht Millimeter abseits, glasklare Geschichte und eben auch so geil rausgespielt, so geil ruhig rausgespielt in der 93., 92. Minute. So ruhig, so bedacht, so technisch fein, zack, drin. Richtig geil. Verdient gewonnen. Der verdiente erste Champions-League-Sieg des VfB Stuttgart. Und ich kann mir diese eine Spitze nicht entgehen lassen, sag ich mal. Ich kann es ja nicht raus, dass diese eine Spitze hier aus dem Spielfazit. Nach dem Bayern-Spiel ging mir zu viel ab. Ich war auch da nach dem Bayern-Spiel schon recht schnell. Hab gesagt, yo, abhaken, weitermachen. Die Jungs können kicken. Haben es heute gezeigt. Wird gern sehen, wo die ganzen Leute hin sind, die uns wieder geführt in den Abschiedskampf geredet haben nach dem München-Spiel. Da, keine Ahnung, gehen hier und da mal ein paar Sicherungen durch. Es gibt keinen Grund, diese Mannschaft kann kicken. Die Mannschaft hat Bock zu kicken. Die Mannschaft hat in Madrid ein überragendes Spiel geliefert, gegen Dortmund, jetzt auch bei Juventus und so weiter und so fort. Hochverdienter Sieg bei Juventus Turin auswärts. Die haben in der Liga 10:1 Torverhältnis. Zweite Spiele gewonnen in der Champions League bisher und du gewinnst gegen Juventus Turin und auch das erste Mal in der gesamten Saison, dass du überhaupt ohne Gegentor gegen die Mannschaft gewinnst und dann gerade gegen Turin, die eigentlich die Mannschaft sind, die selten Gegentore fangen. Das ist unfassbar hoch anzurechnen, hochverdienter Sieg. Ein geisteskrankes Gefühl gewesen, das ist die 92. Minute, so ist richtig. Erster Champions League Sieg, 3 Punkte. Ich glaube, damit hätte man leben können. Aus Madrid, Juve und Prag 3 Punkte. Man hätte eher gegen Prag wahrscheinlich erwartet die 3 Punkte. Jetzt kam es halt gegen Juve. Ist am Ende des Tages auch egal. Und unsagbar wertvoll, unsagbar geil.
es geht weiter, jetzt kommen wir weiter in diese kranken Wochen. Klar, Kiel ist vielleicht nicht in die Wochen zu zählen, rein vom Namen her, ist trotzdem eine Aufgabe, die du lösen musst. Samstag Kiel, Pokal Lauter und Freundschaftsduell. Dann hast du Frankfurt, Leverkusen, Atalanta, Roter Stern Belgrad, also nicht in der Reihenfolge, aber halt ganz viele Kracher am laufenden Band. Und dieses Spiel hat nochmal gezeigt, wo der VfB ist, wo der VfB steht, was der VfB kann. Hat auch nochmal gezeigt, was der VfB in Sachen Fanbase ist. Das war ein brutales Auswärtsspiel, da ist eskaliert. Und hier ist, heute Abend ist Turin frei nach dem Spiel jetzt. Also wirklich, ich bin nicht neidisch, aber ich freue mich für jeden Einzelnen, der vor Ort war. Ich war in Madrid, ich habe mein Erlebnis gehabt, das war auch Weltklasse, zwar ohne Punkte, aber auch Weltklasse. Alle, die in Turin sind, wirklich, ich gönn's euch von Herzen. Genießt das, das sind ganz große Abende, ganz große Tage, ganz große Spieltage. Die gewinnen hochverdient bei Turin. Man kann sich oft genug sagen, hochverdient bei Turin. Kranke, geile Scheiße nach einem wilden Tag, nach langen Arbeitstagen auch immer an Champions League-Tagen, die immer geil gefüllt sind mit geilen Inhalten, aber eben lange sind. Nach einem wilden Stream und so weiter und so fort, wie man es hier kennt bei mir. Man kennt sich anders beim Top-Streamer. Überragend. Wahrscheinlich auch relativ langes Spielfazit, aber ich rede mich hier im Kopf und Kragen, weil Emotionen auch hochkochen. Es war ein unfassbarer Moment. Die gewinnen 1-0 hochverdient bei Juventus Turin. Weitermachen, die Jungs sind geil, der Verein ist geil, die Fans sind geil. Weiter Vorfreude auf jedes einzelne Spiel haben, weiter Euphorie haben, jedes einzelne Spiel. Nicht durchdrehen wie bei so, wie nach einem 4-0 bei den Bayern. Nicht durchdrehen von sowas. Weitermachen, ist nicht nötig. Hat das Spiel gezeigt, ist nicht nötig, hier irgendwas an irgendwie überaus durchzuknallen, durchzudrehen. Gibt keinen Grund. Unfassbar. 92. Bilal Touré, 1-0 bei Juventus Turin. Ach so. Abo da lassen und Like da lassen. Wichtig und richtig.